طيب تعالوا بقى دلوقتي سريعا نروح ونشوف اهم وابرز تصريحات المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اللي يمكن اقيم منذ قليل في مقر النادي الاهلي في الجزيره لتقديم المدير الفني الجديد للمارد الاحمر، ونطلع لفاصل بعد كده. dass wir das erleben dürfen auch mit dieser Tradition in diesem Verein. ان احنا نقدر نعيش العيشه اللي موجوده اللي الناس كلها موجوده اهو. Wir sind natürlich auch sehr stolz, dass die Verantwortlichen uns als Team ausgesucht haben. وفخورين جدا بالتيم اللي معانا والاداره اللي ورا ظهرنا. Und ich möchte aber auch sagen, dass wir jetzt am Anfang sind und schon viele Lorbeeren bekommen haben, aber noch nichts geleistet haben. احنا انا بعترف ان احنا لسه في الاول وبناخد شكر كتير بس احنا لسه ما ابتديناش. Und für uns wird wichtig sein, dass wir gut und intensiv mit den guten Spielern, die wir haben, arbeiten, um natürlich das Beste für Al-Ahli rauszuholen. بالنسبة لنا أهم حاجة إن احنا نشتغل مع اللعيبة ونطور منهم علشان نطلع أحسن حاجة ممكنة للنادي الأهلي. Und das Beste heißt immer zu siegen. Wird nicht immer möglich sein, aber Titel zu holen, das ist das, was wir schon selber auch oder ich mit meinem Team erlebt habe. Ich weiß, wie das ist und das ist das, was wir anstreben werden. أحسن حاجة طبعا هي الفوز وده اللي هنحاول نشتغل عليه وهو ده اللي مع التيم بتاعه هيقدر يوصل للفوز اللي احنا عايزينه. Was ich jetzt auch in den Diskussionen, Vertragsdiskussionen erleben durfte, ist eine sehr professionelle Geschäftsleitung. في المناقشات مع الإدارة وساعة توقيع العقود حس ان هو فعلا في اداره بروفيشنال شغاله ورا النادي الاهلي. Und da möchte ich mich natürlich beim Präsidenten, beim Captain Khatib und all den zuständigen Personen herzlich bedanken. وبيشكر كل بيشكر طبعا اولا رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وكل الموجودين والمشاهدين والحاضرين حاليا دلوقتي. Und ich denke auch, es wird in diesem Club viel von Familie gesprochen. Und wir dürfen das jetzt in diesen zwei Tagen schon sehr gut erleben. ودايما بيتكلموا عن موضوع ان الاهلي عيله وهو ده في اليومين اللي فاتوا فعلا حس ان هو ينتمي الى هذه العيله. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir zusammen mit diesen Fans, mit diesen Personen, mit unserer Arbeit auf dem Platz dazu beitragen werden, dass wir erfolgreich sein können. هو يأمل ان هو مع مساندة الجمهور والفانز والتيم ان هو يوصل للمراحل اللي هو عايز يوصل لها. Und ich freue mich, dass es gestern schon losgegangen ist, aber dass es weitergeht und wir arbeiten können auf dem Platz, weil das ist das Wichtigste. هو مبسوط انه ابتدى انه امبارح اول يوم تمرين وعايز يكمل على نفس المنهج Ja, wir bekamen Anruf über meinen Manager Dino Lamberti, dass ja, Al-Ahli Interesse hatte oder hat und dann gab es erste Gespräche, Zoom-Video-Gespräche und so hat das Ganze angefangen. الأول حصل مكالمة تليفونية عن طريق المانجر بتاعه إن النادي الأهلي عنده رغبة في إن هو يتعاقد معاه وابتدى أول فيديو كونفرنس بينهم. أستاذ أمير كان موجود معاهم. Natürlich auch die eine oder andere Frage gestellt über das Sportliche, über Ideen, die wir haben und so hat sich das Ganze entwickelt. وسأل كان سؤال عن الموقف بتاعه وظروف الكورة يعني كلام عن الكورة specifically.
Ballett war auch noch mit dabei und hat das natürlich auch, oder beide haben das sehr gut gecoacht und ich habe mich eigentlich schon von Anfang an sehr wohl gefühlt. Wer war noch dabei? Khaled. Khaled? Ja. Khaled kann dann, Ustaz Khaled kann دايما معاه وكان وكان في نقاش بينهم وده ده خلى الموضوع يوصل ل ل ل لحاجه متقاربه يعني فاهم. Und was was mir eigentlich auch imponiert hat, ist natürlich Captain Khatib, dass er selber hervorragender Fußballer war und dass er in dem Sinne auch Fragen gestellt hat, die mit Fußball zu tun haben. Und das hatte ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Er gab fehlen, denn Captain Khatib war موجود في في المحادثات وسأل أسئلة مختصة فعلا بالكورة علشان هو لعيب كبير وعارف يسأل الأسئلة المعينة اللي ليها دعوة بالكورة اللي هو يعني كان معجب بيها جدا. Ja, ich habe mich entschieden, weil das der größte Verein ist in Afrika, weil das eine riesen Herausforderung ist, weil ich eben ein gutes Gefühl hatte mit den Personen, die, wo wir gesprochen haben. Das ist ja. هو هو قرر الأهلي علشان الأهلي أكبر فريق في 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 أفريقيا وإحساسه كان قوي جدا إن هو عايز يتقرب ويتعامل معه ويشتغل معه. Und natürlich unglaublich viele Fans durfte ich auch schon erleben, was da möglich ist. والفانز الكبير ال يعني Und natürlich auch die Spieler. Das ist das Wichtigste, dass wir gute Spieler haben, um die auch weiterentwickeln zu können. Und wichtig ist natürlich die Spieler, die guten Spieler, die arbeiten mit ihnen und die sich entwickeln. Ja, gut, es ist natürlich kurze Zeit, also, dass das sehr professionell ist, dass man da sehr eben sich auch wohlfühlt, dass viele Leute da sind, aber alle Freude im Gesicht haben, für diesen Verein zu arbeiten. الوقت صغير جدا طبعا بس هو اول ما وصل حس بال بحب الناس للنادي وهكذا. Und wie gesagt, natürlich diese Fans, dass man da eine super Unterstützung hat. Und das ist wichtig, dass sie uns weiter anfeuern und dass wir natürlich mit unserem Spiel, mit unserer Spielweise die Fans auch begeistern können. وطبعاً الفانز ومساندة الفانز للنادي الأهلي وهو معتمد اعتماد تام على ان الفانز يفضلوا يكملوا يساندوه وهو هيشتغل على كده ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.